Bei der Explosion einer Treibstoffleitung im mexikanischen Bundesstaat Hidalgo sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 70 weitere erlitten Verletzungen. Nach Angaben des Energieunternehmens Pemex war die Leitung zuvor unerlaubterweise angezapft worden. Die Behörden teilten mit, Sondereinsatzkräfte seien an den Unglücksort geschickt worden. Zudem seien Ermittlungen eingeleitet worden, um die Ursache des Unglücks, das sich rund 120 Kilometer nördlich von Mexiko-Stadt ereignete, zu untersuchen. Medien berichten, nach dem Anzapfen der Leitung hätten Anwohner versucht, Treibstoff in Behälter umzufüllen. Die Armee wurde alarmiert, hielt sich aber nach Angaben der mexikanischen Regierung zurück, um eine Konfrontation mit der Bevölkerung zu vermeiden. Die mexikanischen Behörden ließen zuletzt im Kampf gegen Treibstoff die Leitungen stilllegen und die Flüssigkeiten stattdessen in Tanklastwagen verfrachten.